Wichtige Bitcoin-On-Chain-Daten, die uns einfach einen besseren Überblick darüber verschaffen, was im Kryptomarkt 2023 passieren könnte, spannende Ermittlungen gegen Binance und aber vor allem auch gegen Genesis und die DCG Group, News zu FTX, dem wichtigen Krypto-Zahlungsdienstleister Wire. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir und das sind schon mal ein paar der Themen für das heutige Video. Und eins kann ich euch sagen, spannend wird es auf jeden Fall. Bevor wir aber starten mit dem allerersten Link in der Beschreibung, meldet euch wie immer gerne auch noch bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo an. Jeder, der seine Kryptos auf einer Hardware-Wallet haben möchte, wie zum Beispiel einem Ledger, kann das auf jeden Fall gerne tun, aber für alle anderen ist Bitvavo mit über 180 verschiedenen Coins, einem super einfachen Design, niedrigen Handelsgebühren und vielen, vielen weiteren Vorteilen, wie zum Beispiel auch einer Kontogarantie, die euch bis zu 100.000 Euro absichert, auf jeden Fall eine echt solide Möglichkeit. Das Beste, mit meinem Link gibt es dann auch noch einen netten 10 Euro Willkommensbonus. Also gerne einfach mal anschauen und dann wünsche ich euch aber viel Spaß beim heutigen Video. Bitcoin tatsächlich auf einem neuen 3-Wochen-Hoch, das erste Mal im Jahr 2023 über 17.000 Dollar und auch wenn die Volatilität immer noch nicht wirklich herausragend ist, nach so einer trockenen Phase, wie wir das jetzt hatten, kann sich das auf jeden Fall schon sehen lassen. Was viele Analysten nun jedoch hoffen, ist, dass diese Relief Rally durch die neuen CPI-Daten am Donnerstag weitergeführt werden kann und wir zumindest wieder so in Richtung 19.000 Dollar ansteigen können. Also, dass sich am Donnerstag herausstellt, dass die Inflation für den Dezember noch niedriger ist als erwartet und dass das dann eine Art Boost für Bitcoin und auch andere Krypto- oder Risikoassets sein wird. Naja, dafür müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn das werden wir erst am Donnerstag erfahren. So, und dann starten wir aber auch schon direkt mit den On-Chain-Daten, die ich euch zeigen wollte, beziehungsweise ist der erste Chart hier gar keine richtige On-Chain-Metrik, sondern einfach der sogenannte Halving Progress Chart, was man aber trotzdem erkennen kann. Erstmal, wir sind aktuell bei so circa oder ziemlich genau 66% des dritten Halving-Zyklus. Wie wir alle wissen, bisher war es so, Bitcoin-Halving-BTC-Preis geht nach oben, also dass das Halving-Event den Beginn des nächsten Bullruns markiert hat. Und auch wenn das weiterhin so stimmt und viele genau aus diesem Grund spekulieren, dass der nächste Bullrun erst 2024 beginnen wird, kann man in diesem Chart aber auch erkennen, dass der Boden des Bärenmarktes nicht zu dem Zeitpunkt des Halvings passiert ist. Ja, die richtige parabolische Phase haben wir erst nach dem Halving gesehen, aber der Boden war bisher immer bei so circa 2/3 oder eben 66% erreicht. Und in diesem letzten Drittel bis zum Halving ging es immer schon, manchmal auch recht ordentlich, bergauf. Für alle, die also an die Halving-Events glauben, kann sein, dass der nächste Bullrun erst 2024 beginnt, aber das heißt nicht, dass wir bis dahin immer und immer tiefer fallen, sondern historisch gesehen tatsächlich sogar das Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere immer und immer mehr auf die Seite, dass das Bitcoin-Halving zumindest in Zukunft wahrscheinlich so gut wie keine Bedeutung mehr haben wird und dass der viel, viel wichtigere Faktor einfach die Makrobedingungen sind. Ja, natürlich, mit dem Bitcoin-Halving werden die Bitcoin-Mining-Rewards halbiert, aber wenn keine Nachfrage da ist, dann bringt das einem auch nichts. Und der zweite, diesmal tatsächlich On-Chain-Chart, den ich euch zeigen wollte, ist dieser hier. Eine Übersicht des Realized Price Drawdowns, also im Prinzip ein historischer Vergleich der Distanzen unter den realisierten Preis von Bitcoin in den verschiedenen Bärenmärkten, die wir bisher hatten. Jetzt, wenn man diesen Trend hier in Orange berücksichtigt, diese steigende Linie, dann passt unser aktuelles Tief bei 15.600 Dollar eigentlich ganz gut, denn mit der Zeit haben die Drawdowns im Bärenmarkt, Bärenmarkt für Bärenmarkt, immer etwas nachgelassen. Das, was ich jetzt aber persönlich so interessant fand, war zu sehen, wie tief wir fallen würden, wenn die Drawdowns tatsächlich so stark wären wie im Bärenmarkt 2011, 2015 oder 2019. Und wie man hier sehen kann, ein Drawdown wie im Bärenmarkt 2019 würde uns auf oder jetzt auf 14.000 Dollar bringen. Ein Drawdown so wie 2015 würde uns auf 12.600 Dollar bringen und ein Drawdown wie 2011 würde uns auf 11.800 Dollar pro Bitcoin bringen. Das wäre von jetzt nochmal ein Rückgang von über 30%, aber meiner Meinung nach, solange Binance nicht pleite geht, sehr, sehr unwahrscheinlich. So, und dann geht es newstechnisch damit los, dass der Kryptozahlungsdienstleister Wire nun für alle Benutzer ein Auszahlungslimit von 90% ihrer Assets verhängt hat, also dass Nutzer nicht mehr als 90% ihrer Guthaben abheben können. Jetzt, Wire ist zwar einer der OG-Krypto-Zahlungsunternehmen, die tatsächlich schon seit 2013 am Start sind, aber vor allem in einem Bärenmarkt ist das als alleinstehende Schlagzeile keine, ich sag mal, allzu schlimme Ankündigung. Das Problem ist jetzt aber, dass wenige Tage zuvor, also vor dieser News, angeblich eine E-Mail vom CEO an das Team geleakt wurde, dass Wire alle ihre Angebote im Januar 2023, also in diesem Monat, liquidieren und beenden wird. Also im Prinzip, dass die gesamte Firma stillgelegt werden soll. Und nach diesen Gerüchten, auch wenn sie nicht offiziell bestätigt sind, ist das mit diesem Auszahlungslimit dann schon eine etwas merkwürdige Ankündigung. Des Weiteren, Ermittlungen gegen Binance. Zunächst mal, das hat nichts damit zu tun, ob Binance irgendwie liquide ist oder halt zahlungsfähig oder so, sondern wegen des Verdachts der Geldwäsche hat die amerikanische Staatsanwaltschaft jetzt Informationen
Hausgesuche an mehrere Hedgefonds verschickt, um deren Kommunikation mit Binance zu durchleuchten. Es geht hier also um die Beziehung zwischen Binance und mehreren Hedgefonds wegen möglichen Geldwäscheaktivitäten. Wie gesagt, es geht nicht darum, was Binance mit den Kundengeldern macht oder ob sie eben liquide sind, aber wenn jetzt in diesen Ermittlungen trotzdem herausgefunden wird, dass Binance aktiv Geldwäscheaktivitäten vollzogen hat, dann wäre das für die größte Kryptobörse in unserem Markt und damit natürlich auch für den Markt im Allgemeinen trotzdem nicht sehr gut. Jetzt beim Thema Ermittlungen, vielleicht sogar noch etwas spannender, haben wir heute aber auch die News bzw. einen Bericht, dass der EDNY, also der Eastern District of New York und die SEC nun gegen die DCG Group und Genesis ermitteln. Zwar unabhängig voneinander, aber auch hier wollen die Behörden jetzt im Detail nochmal nachforschen, was genau bei diesen Unternehmen passiert ist. Und ich würde sagen, auch wenn sich jetzt herausstellt, dass hier ebenso irgendwelche illegalen Sachen passiert sind, am Ende wird die Wahrheit trotzdem das Beste sein und dem Kryptomarkt dabei helfen, sich auf noch stabileren Beinen wieder aufzubauen. Dann eine Schlagzeile, die ich persönlich sehr spannend fand, CoinMarketCap soll jetzt das neue Krypto-Twitter werden. Ja, die meistgenutzte Krypto-Informationswebseite mit aufpassend 340 Millionen monatlichen Nutzern soll die neue dezentrale Social-Media-Plattform für Krypto werden. Mit Projektupdates, Kursen, News, Diskussionen, Profilen, einem Algorithmus, der nicht auf maximales Engagement ausgerichtet ist, sondern das Interesse der Nutzer in den Vordergrund stellt und vieles mehr. Wie die Content-Managerin bei CoinMarketCap Molly Jane Zuckerman sagt, Zitat, wir hatten das Gefühl, dass es in der gegenwärtigen Social-Media-Landschaft eine Lücke gibt. Die Leute gehen auf CoinMarketCap, um mehr über Projekte und die Kurse zu erfahren. Dann ziehen sie auf Twitter, Medium, die Webseite des Teams, um sich weiter zu informieren und verirren sich. Daher also eine neue All-in-One-Social-Media-Krypto-Plattform. Finde ich auf jeden Fall extrem spannend, aber was man hier natürlich nicht vergessen darf, im Endeffekt steckt einfach Binance dahinter, weil Binance CoinMarketCap 2022 aufgekauft hat. Weiter geht's mit den neuesten Updates zum ganzen Thema FTX und Sam Bankman-Fried. Zunächst mal hat das US-Justizministerium jetzt die Robinhood-Aktien, wo man sich unsicher war, ob sie FTX oder BlockFi gehören, selbst beschlagnahmt. Ja, nachdem ein großer Streit über diese Aktien im Wert von 465 Millionen Dollar entstanden ist, weil sie eigentlich FTX gehört haben, FTX, BlockFi aber diese Aktien als Collateral für ihr Darlehen versprochen hatte, kam das Justizministerium nun an und hat einfach eine Beschlagnahmung dieser Aktien eingeleitet. Für die Krypto-Community auf jeden Fall ein Verlust, denn wenn man es streng nimmt, waren es ja letztendlich einfach die FTX-Kundengelder, die dazu verwendet wurden, um die Robinhood-Aktien zu kaufen und dieses Geld landet jetzt nicht mehr bei der Community, sondern einfach beim Justizministerium. Passend hierzu hat sich dann aber nun auch doch nochmal das Anwaltsteam von Sam Bankman-Fried gemeldet, um wieder Zugriff auf die Aktien anzufordern, weil sie diese anscheinend brauchen würden, um die Verteidigung von Sam bezahlen zu können. Naja, da bin ich dann wiederum vielleicht doch froh, dass das Geld lieber beim Justizministerium sitzt, als bei den Anwälten, die versuchen, dass Sam Bankman-Fried weniger Schuld hat. Des Weiteren hat die US-Staatsanwaltschaft nun eine Informationswebseite für alle FTX-Opfer gelauncht. Zwar sieht die Seite aus, als wäre sie irgendwie im Jahr 1999 hängen geblieben, aber einerseits kann man dort zum Beispiel nachlesen, welche Rechte man als FTX-Opfer hat und es gibt dann sogar auch noch eine E-Mail-Adresse, die man kontaktieren kann. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen restlichen Montag. Für heute war's das. Lasst dem Video gerne noch ein Like da, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen wieder.